Und damit, Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar ist es geworden SpongeBob Schwammkopf, der Film. Ja, Mann. Das stimmt. Ja, habt ihr gesehen? Habt ihr gehört? Ja, richtig. Geil. Ja, der Mann erzählt die Wahrheit am Mikrofon. Und zwar werde ich jetzt SpongeBob Schwammkopf, der Film, Let's Playen. Es ist nicht der Film, der vor einigen Wochen rausgekommen ist, sondern es ist der Film, der 2004 rausgekommen ist. Und das Spiel ist auch schon 11 Jahre alt, Alter. Wenn ich das bedenke, wie alt dieses Spiel schon ist, Mann. Dass ich das vor 11 Jahren gespielt habe. Alter. Krass, wie die Zeit vergeht. Und, ich habe mir das Spiel vor einigen Tagen bestellt auf Amazon. Denn der gute Germi, Best-of-Macher Germi, wollte unbedingt, dass jemand mal wieder so ein paar SpongeBob-Spiele let's played. Und, ja. Ich habe mich dazu bereit erklärt, ne, wie das eben so ist. Und guckt euch das Spiel an. Es ist so ein schönes Spiel. Ich finde, es wird mir richtig Bock machen, das zu spielen. Es ist ein schweres Spiel, tatsächlich. Es ist schwerer, als man denkt. Also wenn man so denkt, SpongeBob, easy going. Nein, also die letzten Level von SpongeBob Schwammkopf können echt schwer sein. Aber warum, werden wir in diesem Let's Play sehen. Und ich würde auch gar nicht mehr lange rumlabern, sondern wir fangen einfach an, Alter. Komm, neues Spiel. Ja, ich auch, Patrick, ich auch. Baumwolle. Das ist doch, ey, das ist doch so bekloppt. Ich liebe diese Dialoge in den Spielen, Alter. Oh, Mann. Und jetzt geht's los. Kein Käse. Erstes Kapitel. Los geht's. Willkommen in unserer kleinen Fabel des Leids. Noch unüberwindbare Widerstände des Terrors und der Managementverantwortung. Unsere Geschichte beginnt in den ruhigen Gewässern über Bikini Bottom. Sobald wir in die Wellen eintauchen, befinden wir uns in einer anderen Welt. Moment mal, haltet eure Seepferde an. Ja, das ist so ein geiles Spiel, Mann. Ohne Scheiß. Ich kann nicht glauben, dass das hier passiert. Es ist schrecklich. Oh, mal guckt euch die Grafik an, ey. Richtig Gamecube-mäßig. Und da kommt SpongeBob raus. Sprich mit mir, Krabs. Es begann mit einer einfachen Bestellung. Nein. Krabbenburger mit Käse. Echt? Also, was ist falsch gelaufen? Da bin ich mal gespannt. Als der Kunde einen Bissen nahm, kein Käse. Was? Kein Käse? Ist das dein Ernst, Mann? Kein Käse? Wieder Eugene. Ich gehe rein. Geil. Und jetzt starten wir hier direkt schon auf der, ja, in Bikini Bottom, meine lieben Freunde. Dort ist unser schönes Auto, ne? Unsere schöne Karosse. Und ja, hier starten wir jetzt. Da hinten ist unsere schöne Ananas oder auch unsere Wohngegend, wo wir wohnen. Geil, ne? Sammle Männlichkeitspunkte, um Upgrades für deine Moves zu erhalten. Richtig. Denn das Spiel hier hält sich so ein... Ja, falls ihr den Film gesehen habt, dann wird sich das Spiel ja auch so in etwa anders an dem Film halten. Und, ja, meistens zumindest, ne? Meistens. Es gibt hier Männlichkeitspunkte, das kam im Film nicht vor. Aber wir werden noch erörtern, was in dem Spiel vorkam. Oder was im Film vorkommt, was hier vorkommt. Oder was im Spiel vorkommt, was im Film nicht vorkommt. Und so weiter und so fort. Ich will auch gar nicht groß rumlabern. Das sind Männlichkeitspunkte, die müssen wir aufsammeln, um Level-Ups zu erhalten, wie... diese schöne Frau auch gerade eben schon gesagt hat. Oh. Und ja, Leute. Oh, das ist eine Qualle. Oh, wie schön. Oh Mann, ich freue mich auf das Spiel. Das Ganze ist levelbasiert, meine lieben Freunde. Und ist Jump'n'Run-mäßig gehalten. Das bedeutet, man kann springen. Man kann sogar einen Doppelsprung ausführen, indem man zweimal den A-Knopf drückt. Man kann sogar hier einen Karate-Dreher machen. Was eigentlich richtig gut an der Serie gehalten ist. Und ja, Mann. Oh mein Gott, Alter. Hier geht schon direkt die Luzi ab. Was geht denn hier ab, Alter? Das ist ja schon zu, das ist ja schon wirklich zu echt, oder dass es ein Traum sein könnte, oder? Wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir sind auf dem LKW drauf. Geil. Und da hinten seht ihr sie. Die Krosse Krabbe. Das Lokal, in dem SpongeBob als Burgerbrater arbeitet. Als schlecht bezahlter Burgerbrater. Und ja, Mann. Geil. Wir müssen auf jeden Fall die Männlichkeitspunkte hier einsammeln, denn die sind wichtig, damit wir es fürs Spiel einfacher haben, denn diese Level-Ups, die vereinfachen das Spiel ungemein und es ist deshalb ratsam, die einzusammeln.
Und wenn sie schon mal auf dem Weg liegen, machen wir das auch direkt. Und ja, wie gesagt, SpongeBob kann Moves machen, er kann Karate-Dreher machen. Und oh, eine Sequenz. Oh mein Gott! Patrick! Was ein Idiot. So ein Spasti. Meine Arbeit ist getan. Richtiger Idiot. So kennen wir Patrick. Als richtigen, lieben Idioten. Und die Quallen hier, die kann man auch mit einem Karate-Dreher besiegen. Die geben einem auch Männlichkeitspunkte. Wow. Krass, ich weiß zwar nicht, was die Männlichkeitspunkte in den Quallen zu suchen haben, aber ansonsten ist alles cool. Geil. Und ihr seht, wir haben gerade 107 Männlichkeitspunkte von 250. Haben wir die 250 Punkte eingesammelt, bekommen wir ein Level up. Und, ja. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Mit den Level-Ups. Das finde ich ein richtig cooles Gimmick in dem Spiel. Und noch eine richtig coole... Ja, richtig, richtig. Es ist ein, richtig cooler... Ja, eine richtig coole Sache, dass sie das hier gemacht haben. Das ist mega geil. Und hier dieser Karton. Das ist so eine Art Teleportations... das ist ein Teleporter-Karton. Richtig. Was Mindy sagt. Was Mindy sagt. Richtig. Richtig. Das heißt, habe ich jetzt den zweiten Karton geöffnet, kann ich mich teleporten. Ne? Ach du Scheiße, steuert sich das Kacke. Und ihr seht, wie in der Serie, ist das behindert. Rutscht SpongeBob mit seiner Zunge und da ist auch schon der Teleportationskarton. Und wir fahren dann nochmal runter, oder wir rutschen dann nochmal runter, um nochmal den letzten Männlichkeitspunkt einzusammeln, den es hier gibt. Geil. Bevor wir dort oben hochgehen, würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. Denn dort hinten scheint ein Secret zu sein. Es gibt in diesem Spiel auch Secrets. Wie es in einem guten Jump'n'Run der Fall sein muss. Wow. Und es ist eine Truhe. Anders gesagt, es ist... Welches Extra du gerade erhalten hast, gehe in das Menü Extras im Optionsmenü. Richtig, Mindy, richtig. Das wollte ich gerade erzählen. Hör auf, mich zu unterbrechen, Mann. Ist das dein Ernst? Oh, immer diese Mindy. Hallo? Ah, ich wollte schon sagen, kann ich auch hier wieder hoch oder so? Wie sieht's aus? Habt ihr Bock? Wow! Und ja, ich möchte euch mal das, die Lebensanzeige von SpongeBob präsentieren. Und zwar, wenn wir von einem Gegner getroffen werden, verlieren wir einen Krabbenburger. Also die Krabbenburger-Anzeige ist unsere Lebensanzeige hier. Und deswegen ist es ratsam, hier wirklich immer die Krabbenburger mitzunehmen, wenn man ein Leben verliert. Da ist zum Beispiel einer. Und schon haben wir wieder drei Leben voll, was ziemlich geil ist. Weil drei Leben sind besser als zwei und einer. Das ist logisch, Kai. Macho-Treffer, das gibt ja anscheinend auch Bonuspunkte. Wie gesagt, ich habe das Spiel zuletzt vor 9 Jahren gespielt und seitdem gar nicht mehr. Und es gibt sogar einen Checkpoint. Das heißt, falls wir sterben sollten, werden wir hier wieder respawnen. Ist das nicht geil? Ich find's mega geil. Und wie gesagt, meine lieben Freunde, ich habe das Spiel zuletzt vor 9 Jahren gespielt und seitdem gar nicht mehr. Und, ey, ich habe das Spiel auch vor ein paar Jahren verkauft. Vor 9 Jahren oder so. Und, ey, das kann ich nicht mehr auf mich sitzen lassen. Ich habe es mir dann vor ein paar Tagen wieder gekauft. Und, das habe ich mir dann einfach gegönnt. Und, geil. Ich kann sagen, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ihr merkt auch, die Musik hier ist richtig spannend. Richtig special. Hups. Ah, drückt mal die Buttons, geht dieser Korallenstein runter und ihr glaubt es nicht, aber SpongeBob kann auch Wandsprünge machen. Ist das nicht random? Ist das nicht Mario-mäßig? Also es ist eigentlich fantastisch gut, aber auch andererseits Mario-mäßig. Ne? Genau, und ihr seht, wir haben da oben jetzt ein P. Da gehe ich jetzt mal hin, meine lieben Freunde. Indem wir den Z-Knopf drücken, das war jetzt eher random rausgefunden. Und zwar, wir haben jetzt einen verfügbaren Upgrade-Punkt und den können wir jetzt irgendwo rein investieren. Also da, wo die Fragenzeichen sind, natürlich noch nicht. Aber wir können es zum Beispiel in den Karate-Dreher investieren oder schon in Patrick-Sachen rein investieren. Denn wir können das Spiel nicht nur mit SpongeBob spielen, sondern auch mit Patrick. Was auch mega geil ist. Und ja, ich würde sagen, ich gehe noch auf die... Ja, auf die Gesundheit würde ich jetzt noch nicht gehen. Weil wir halt... Weil drei Leben halt für diesen Zeitpunkt des Spiels halt mega ausreichend sind. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf den Karate-Dreher. Ja, ich möchte das Upgrade dort verbessern.
Und ihr seht, mit einem, mit dem Macho-Karate-Dreher kann SpongeBob gegnerische, was steht da? Projektile auf Gegner zurückschleudern. Also ich spiele es momentan auf meinem Bildschirm, denn ich spiele es gerade auf einem Grabber und da ist die Qualität nicht so geil. Was heißt, dass was alles mega verpixelt ist und ich kaum was lesen kann. Es tut mir leid. Und Projektile also, ja? Bin ich mal gespannt. Na, wie gesagt, Freunde, da ich das hier auf dem Grabber spiele und nicht auf dem Fernseher, sondern auf dem PC-Bildschirm, ist hier momentan ziemlich alles verpixelt, was halt so verpixelt sein kann. Und deswegen ist es mir nicht so gut möglich, hier was zu lesen. Es tut mir dann einfach leid und bah, machen wir die Wand kaputt. Geil. Ah, kennt ihr die Stelle auch aus dem Film? Kennt ihr die noch? Oh, ist das geil, Leute. Ich hab Bock auf das Spiel, Mann. Ich hab so richtig Bock. Das wird mega gut. Das wird mega lustiges Let's Play. Also ich kann... Ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein ragiges Let's Playiges, ragiges, ladiges, orliges, Aussiens, randommäßiges Let's Play einstellen. Ich werde mega ausrasten an einigen Stellen des Spiels. Das kann ich euch versprechen. Auf jeden Fall. Und, ja. Ich glaube, das Level ist so gut wie beendet. Wir müssen hier nur noch ein paar Quallen um die Ecke bringen. Das tun wir auch direkt mal, bevor wir dann zur Kostenkrabbe fliegen. Schnurstracks. Okay, und los geht's. Wir haben alles beseitigt, was man beseitigen kann. Los geht's! Guck mal, wie Mr. Krabs da steht. Oh, ich bin Mr. Krabs. Sehr gut. Sequenz incoming! Sind Sie? Ich bin der Manager dieses Etablissements. Alles wird in Ordnung kommen. Ich hab wirklich Angst, Mann. Hast du einen Namen? Phil. Komm schon, Phil, bleib bei mir. Ich habe nur eine Chance. Ich muss die richtigen Werkzeuge für den Job haben. Bingo! Jetzt möchte ich, dass du mir einen Gefallen tust, Phil. Was? Sag Chief. Ah, am Anfang. Unser kleiner gelber Freund erwacht aus seinem Schlummer und bereitet sich auf den größten Tag seines Lebens vor. Trotz seiner Träume ist er immer noch nicht zum Geschäftsführer der neuen Krossenkabe 2 ernannt worden. Deshalb macht er sich auf, um seine Depressionen im örtlichen Goofy Goobers in Eiscreme zu ersticken. Auf der anderen Straßenseite brütet der teuflische Plankton, neidisch auf Mr. Krabs Erfolg. Er steht für die Krone und beschuldigt Mr. Krabs, sie an die weit entfernte und gefährliche Muschelstadt verkauft zu haben. Lasst uns nun am Selbstmitleid unserer beiden Helden teilhaben. Ich bin bereit, Depression. Jo Leute, da war eben so viel Story, ne? Also ihr habt eben echt viel Story mitbekommen. Und ich halte besser die Schnauze, weil es könnte sein, dass gleich eine Sequenz kommt. Ich bin besser leise. Hey! Hey Kumpel, komm schon, wach auf! Hä? Wo bin ich? Es ist 8 Uhr morgens, wir haben geschlossen. Sammel deinen Kumpel ein und raus hier. Yippie, Kumpel! Komm hier hoch und feier mit! SpongeBob! So, Leute. Storymäßig kann ich euch auf jeden Fall erzählen. Ihr habt es gerade eben gesehen. SpongeBob hat das alles nur geträumt. Es war nicht real. Wer den Film gesehen hat, weiß das. Dass diese Spielsequenz eben, die ich eben gezockt habe mit euch, nur ein Traum war. Und, ja. Wer den Film nicht gesehen hat, sollte das tun. Und wenn nicht, kann ich euch ja ein bisschen davon erzählen. Und zwar war das ja eben so, wie ihr es gerade eben gehört habt. SpongeBob. Oder besser gesagt, Mr. Krabs. Um euch das ein bisschen vorwegzunehmen. Mr. Krabs hat ein neues Lokal eröffnet. Und zwar die Krossenkrabbe 2. So. Aufgrund dieser zwei Restaurants braucht er unbedingt einen Manager, damit jemand das zweite Lokal für ihn führen kann. SpongeBob hat sich richtig erhofft, dass er das Recht hat oder auch das Privileg hat, Manager zu werden. Und das ist leider nicht eingetroffen, weshalb er hier in dem guten Goofy Goober seinen Suff, an seinem Suff er irgendwie keine Ahnung gemacht hat. Also er hat auf jeden Fall hier seine Depression
im Suff hinterlassen. Wie soll ich das sagen? Keine Ahnung. Und ja, jetzt sind die beiden hier. Es ist Ladenschluss schon längst. Und gucken wir mal, ob wir Patrick oder ob wir mit Patrick jetzt SpongeBob im nächsten Part finden werden, meine lieben Kinderchens. Ich würde sagen, das war's für den ersten Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, Leute, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Oder falls ihr neu hier auf dem Kanal seid, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, um mehr von SpongeBob zu sehen. Ich kann euch sagen, es wird ein richtig lustiges Spiel. Ihr werdet auf jeden Fall Rages am laufenden Band sehen in der Spitze des Spiels. Und Leute, ich würde sagen, ich bin raus. Haut rein, ciao. Widerstände des Terrors und der Managementverantwortung. Unsere Geschichte beginnt in den ruhigen Gewässern über Bikini Bottom. Sobald wir in die Wellen eintauchen, befinden wir uns in einer anderen Welt. Moment mal, haltet eure Seepferde an. Ja, das ist so ein geiles Spiel, Mann. Ohne Scheiß. Ich kann nicht glauben, dass das hier passiert. Es ist schrecklich. Oh, mal guckt euch die Grafik an, ey. Richtig Gamecube-mäßig. Und da kommt SpongeBob raus. Sprich mit mir, Krabs. Es begann mit einer einfachen Bestellung. Nein. Krabbenburger mit Käse. Echt? Also, was ist falsch gelaufen? Da bin ich mal gespannt. Als der Kunde einen Bissen nahm, kein Käse. Was? Kein Käse? Ist das dein Ernst, Mann? Kein Käse? Fass dich wieder, Eugene. Ich gehe rein. Geil. Und jetzt starten wir hier direkt schon auf der, ja, in Bikini Bottom, meine lieben Freunde. Dort ist unser schönes Auto, ne? Unsere schöne Karosse. Und, ja. Hier starten wir jetzt. Da hinten ist unsere schöne Ananas. Oder auch unsere Wohngegend, wo wir wohnen. Geil, ne? Sammle Männlichkeitspunkte, um Upgrades für deine Moves zu erhalten. Richtig. Denn das Spiel hier hält sich so ein, ja. Falls ihr den Film gesehen habt, dann wird sich das Spiel ja auch so in etwa an dem Film halten. Und, ja, meistens zumindest, ne? Meistens. Es gibt hier Männlichkeitspunkte, das kam im Film nicht vor. Aber wir werden noch erörtern, was in dem Spiel vorkam. Oder was im Film vorkommt, was hier vorkommt. Oder was im Spiel vorkommt, was im Film nicht vorkommt. Und so weiter und so fort. Ich will auch gar nicht groß rumlabern. Das sind Männlichkeitspunkte, die müssen wir aufsammeln, um Level-Ups zu erhalten. Wie diese schöne Frau auch gerade eben schon gesagt hat. Oh. Und ja, Leute. Oh, das ist eine Qualle. Oh, wie schön. Oh Mann, ich freue mich auf das Spiel. Das Ganze ist levelbasiert, meine lieben Freunde. Und ist Jump'n'Run-mäßig gehalten. Das bedeutet, man kann springen. Man kann sogar einen Doppelsprung ausführen, indem man zweimal den A-Knopf drückt. Man kann sogar hier einen Karate-Dreher machen. Was eigentlich richtig gut an der Serie gehalten ist. Und ja, Mann. Oh mein Gott, Alter. Hier geht schon direkt die Luzi ab. Was geht denn hier ab, Alter? Das ist ja schon zu, das ist ja schon wirklich zu echt, oder dass es ein Traum sein könnte, oder? Wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir sind auf dem LKW drauf. Geil! Und da hinten seht ihr sie. Die Krosse Krabbe. Das Lokal, in dem SpongeBob als Burgerbrater arbeitet. Als schlecht bezahlter Burgerbrater. Und ja, Mann. Geil. Wir müssen auf jeden Fall die Männlichkeitspunkte hier einsammeln, denn die sind wichtig. Damit wir es fürs Spiel einfacher haben. Denn diese Level-Ups, die vereinfachen das Spiel ungemein. Und es ist deshalb ratsam, die einzusammeln. Und wenn sie schon mal auf dem Weg liegen, machen wir das auch direkt. Und ja, wie gesagt, SpongeBob kann Moves machen, er kann Karate-Dreher machen. Und oh, eine Sequenz. Oh mein Gott! Patrick! Was ein Idiot. So ein Spasti. Meine Arbeit ist getan. Richtiger Idiot. So kennen wir Patrick. Als richtigen, lieben Idioten. Und die Quallen hier, die kann man auch mit einem Karate-Dreher besiegen. Die geben einem auch Männlichkeitspunkte. Wow. Krass, ich weiß zwar nicht, was die Männlichkeitspunkte in den Quallen zu suchen haben, aber ansonsten ist alles cool. Geil. Und ihr seht, wir haben gerade 107 Männlichkeitspunkte von 250. Haben wir die 250 Punkte eingesammelt, bekommen wir ein Level up. Und, ja. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Mit den Level-Ups. Das finde ich ein richtig cooles Gimmick in dem Spiel. Und noch eine richtig coole... Ja, richtig. Es ist ein...
richtig cooler, ja, eine richtig coole Sache, dass sie das hier gemacht haben. Das ist mega geil. Und hier dieser Karton, das ist so eine Art Teleportations, das ist ein Teleporterkarton. Richtig. Was Mindy sagt, Richtig. Richtig. Das heißt, habe ich jetzt den zweiten Karton geöffnet, kann ich mich teleporten. Ne? Ach du Scheiße, steuert sich das Kacke. Und ihr seht, wie in der Serie, ist das behindert. Rutscht SpongeBob mit seiner Zunge und da ist auch schon der Teleportationskarton. Und wir fahren dann nochmal runter, oder wir rutschen dann nochmal runter, um nochmal den letzten Männlichkeitspunkt einzusammeln, den es hier gibt. Geil. Bevor wir dort oben hochgehen, würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. Denn dort hinten scheint ein Secret zu sein. Es gibt in diesem Spiel auch Secrets, wie es in einem guten Jump'n'Run der Fall sein muss. Wow. Und es ist eine Truhe. Anders gesagt, es ist... Welches Extra du gerade erhalten hast, gehe in das Menü Extras im Optionsmenü. Richtig, Mindy, richtig. Das wollte ich gerade erzählen. Hör auf, mich zu unterbrechen, Mann. Ist das dein Ernst? Oh, immer diese Mindy. Hallo? Ah, ich wollte schon sagen, kann ich auch hier wieder hoch oder so? Wie sieht's aus? Habt ihr Bock? Ich fühle mich schon viel männlicher. Und ja, ich möchte euch mal die Lebensanzeige von SpongeBob präsentieren. Und zwar, wenn wir von einem Gegner getroffen werden, verlieren wir einen Krabbenburger. Also die Krabbenburger-Anzeige ist unsere Lebensanzeige hier. Und deswegen ist es ratsam, hier wirklich immer die Krabbenburger mitzunehmen, wenn man ein Leben verliert. Da ist zum Beispiel einer. Und schon haben wir wieder 3 Leben voll. Was ziemlich geil ist, weil 3 Leben sind besser als 2 und einer. Das ist logisch, Kai. Macho-Treffer, das gibt's ja anscheinend auch Bonuspunkte. Wie gesagt, ich habe das Spiel zuletzt vor 9 Jahren gespielt und seitdem gar nicht mehr. Und es gibt sogar einen Checkpoint. Das heißt, falls wir sterben sollten, werden wir hier wieder respawnen. Ist das nicht geil? Ich find's mega geil. Und wie gesagt, meine lieben Freunde, ich habe das Spiel zuletzt vor 9 Jahren gespielt und seitdem gar nicht mehr. Und, ich habe das Spiel auch vor ein paar Jahren verkauft. Vor 9 Jahren oder so und ey, das kann ich nicht mehr auf mich sitzen lassen. Ich habe es mir dann vor ein paar Tagen wieder gekauft und das habe ich mir dann einfach gegönnt und geil. Ich kann sagen, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ihr merkt auch, die Musik hier ist richtig spannend, richtig special. Hups. Ah, drückt mal die Buttons, geht dieser Korallenstein runter und ihr glaubt es nicht, aber SpongeBob kann auch Wandsprünge machen. Ist das nicht random? Ist das nicht Mario-mäßig? Also es ist eigentlich fantastisch gut, aber auch andererseits Mario-mäßig. Ne? Genau, und ihr seht, wir haben da oben jetzt ein P. Da gehe ich jetzt mal hin, meine lieben Freunde. Indem wir den Z-Knopf drücken, das war jetzt eher random rausgefunden. Und zwar, wir haben jetzt einen verfügbaren Upgrade-Punkt. Und den können wir jetzt irgendwo rein investieren. Also da, wo die Fragenzeichen sind, natürlich noch nicht. Aber wir können es zum Beispiel in den Karate-Dreher investieren oder schon in Patrick-Sachen rein investieren. Denn wir können das Spiel nicht nur mit SpongeBob spielen, sondern auch mit Patrick. Was auch mega geil ist. Und ja, ich würde sagen, ich gehe noch auf die... Ja, auf die Gesundheit würde ich jetzt noch nicht gehen. Weil 3 Leben halt für diesen Zeitpunkt des Spiels halt mega ausreichend sind. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf den Karate-Dreher. Ja, ich möchte das Upgrade dort verbessern. Und ihr seht, mit dem Macho-Karate-Dreher kann SpongeBob gegnerische, was steht da, Projektile auf Gegner zurückschleudern. Also ich spiele es momentan auf meinem Bildschirm, denn ich spiele es gerade auf einem Grabber und da ist die Qualität nicht so geil. Was heißt, dass was alles mega verpixelt ist und ich kaum was lesen kann. Es tut mir leid. Und Projektile also, ja. Bin ich mal gespannt. Na, wie gesagt, Freunde. Da ich das hier auf dem Grabber spiele und nicht auf dem Fernseher, sondern auf dem PC-Bildschirm, ist hier momentan ziemlich alles verpixelt, was halt so verpixelt sein kann. Und deswegen ist es mir nicht so gut möglich, hier was zu lesen. Es tut mir dann einfach leid und BAM! Machen wir die Wand kaputt. Geil. Ah, kennt ihr die Stelle noch aus dem Film? Kennt ihr die noch? Oh, ist das geil, Leute. Ich hab Bock auf das Spiel, Mann. Ich hab so richtig Bock. Das wird mega gut. Das wird mega lustiges Let's Play. Also ich
ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein ragiges, let's playiges, ragiges, ladiges, orliges, randommäßiges Let's Play einstellen. Ich werde mega ausrasten an einigen Stellen des Spiels. Das kann ich euch versprechen, auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, das Level ist so gut wie beendet. Wir müssen hier nur noch ein paar Quallen um die Ecke bringen. Das tun wir auch direkt mal, bevor wir dann zur Kostenkrabbe fliegen, schnurstracks. Okay, und los geht's. Wir haben alles beseitigt, was man beseitigen kann. Los geht's! Guck mal, wie Mr. Krabs da steht. Ich bin Mr. Krabs. Sehr gut. Sequence incoming! Ich bin der Manager dieses Etablissements. Alles wird in Ordnung kommen. Ich hab wirklich Angst, Mann. Hast du einen Namen? Phil. Komm schon, Phil, bleib bei mir. Ich habe nur eine Chance. Ich muss die richtigen Werkzeuge für den Job haben. Bingo! Jetzt möchte ich, dass du mir einen Gefallen tust, Phil. Was? Sag Chief. Ah, am Anfang. Unser kleiner gelber Freund erwacht aus seinem Schlummer und bereitet sich auf den größten Tag seines Lebens vor. Trotz seiner Träume ist er immer noch nicht zum Geschäftsführer der neuen großen... Und damit, Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar ist es geworden SpongeBob Schwankopf, der Film. Ja, Mann. Das stimmt. Ja, habt ihr gesehen? Habt ihr gehört? Ja, richtig. Geil. Ja, der Mann erzählt die Wahrheit am Mikrofon. Und zwar werde ich jetzt SpongeBob Schwankopf, der Film, Let's Playen. Es ist nicht der Film, der vor einigen Wochen rausgekommen ist, sondern es ist der Film, der 2004 rausgekommen ist. Und das Spiel ist auch schon 11 Jahre alt, Alter. Wenn ich das bedenke, wie alt dieses Spiel schon ist, Mann. Dass ich das vor 11 Jahren gespielt habe. Alter. Krass, wie die Zeit vergeht. Und, ich habe mir das Spiel vor einigen Tagen bestellt auf Amazon. Denn der gute Germi, Best-of-Macher Germi, wollte unbedingt, dass jemand mal wieder so ein paar SpongeBob-Spiele let's playt. Und, ja. Ich habe mich dazu bereit erklärt, ne, wie das eben so ist. Und guckt euch das Spiel an. Es ist so ein schönes Spiel. Ich finde, es wird mir richtig Bock machen, das zu spielen. Es ist ein schweres Spiel, tatsächlich. Es ist schwerer, als man denkt. Also wenn man so denkt, hey, SpongeBob, easy going. Nein, also die letzten Level von SpongeBob Schwammkopf können echt schwer sein. Aber warum, werden wir in diesem Let's Play sehen. Und ich würde auch gar nicht mehr lange rumlabern, sondern wir fangen einfach an, Alter. Komm, neues Spiel. Ja, ich auch, Patrick, ich auch. Baumwolle. Das ist doch, ey, das ist doch so bekloppt. Ich liebe diese Dialoge in den Spielen, Alter. Oh Mann, und jetzt geht's los. Kein Käse, erstes Kapitel. Los geht's. Willkommen in unserer kleinen Fabel des Leids. Der unüberwindbare